Hallo, ich habe Ihre Stellenanzeige gelesen und ich wollte mal nachfragen, ob ich mich als Rollstuhlfahrerin auch bei Ihnen bewerben kann. Hallo und willkommen zum neuen Video von mir. Ja, so wie eben das Gespräch verläuft, jedes Gespräch ab und bin dann halt motiviert und voller Freude, aber dann kommt die Absage und man ist dann sehr, sehr frustriert und ich möchte euch jetzt mal erzählen, was ich dann alles so an Absagen und Enttäuschungen erlebt habe. Angefangen hat alles damals vor meiner Ausbildung, wo ich einen Termin hatte beim Arbeitsamt. Da war ich mit meiner Mama und da wurde ich von dem sehr netten Berufsberater sehr blöd behandelt, aufgrund dessen, weil wir halt gerne eine Ausbildung für mich finden wollten auf dem normalen freien Markt. Und er dann aber von vornherein gesagt hat, also das können wir uns dann schön abschminken, weil jemand wie mich im Rollstuhl wird eh keiner einstellen. Er war dann gleich der Meinung, mich auf den Berufsbildungswerk zu schicken für Menschen mit körperlicher Behinderung. Da wäre ich ja am besten untergebracht. Als der nette Herr dann vom Arbeitsamt dann sagte, dass er für mich gar keine Chance sieht auf dem freien Arbeitsmarkt, sondern nur in einer Einrichtung für körperlich behinderte Menschen, fand ich das sehr, sehr enttäuschend und sehr heftig. Und heutzutage, jetzt im Erwachsenenalter, finde ich das noch krasser und diskriminierend. Also, ja, das ist ohne Worte. Ja, da mir da aber dann keine andere Wahl blieb, musste ich dann da ja hin. Ich hatte halt totale Bedenken, mit anderen körperlich behinderten Menschen zu tun zu haben und was dort für Menschen sind, mit welchen Behinderungen. Und als ich dann da war, wurde ich dann halt positiv überrascht, weil es sind dort Menschen, die Asthma haben, die Epilepsie haben, die Diabetes haben, wo man es überhaupt gar nicht sieht. Und das zählt dann schon als Behinderung und das kennt man ja vorher gar nicht. Klar waren auch andere Menschen mit ja, schweren Behinderungen, die im Rollstuhl sitzen, die kaum noch was können. Aber vom Kopf her sind die alle total intelligent. Die Ausbildungszeit selber war auch ganz gut. Man hat halt verschiedene Bereiche gehabt. Meine Schwerpunkte waren halt so Personalabteilung und Buchführung, Lager und Bestand und Inventur, Inventar und es war halt ganz spannend. Waren halt 3 Jahre, die so ganz gut waren. Nach der Ausbildung war halt leider so, dass wir festgestellt haben, dass man mit der Ausbildung dort nicht so anerkannt wird auf dem freien Markt, wie als wenn man jetzt außerhalb eine Ausbildung gemacht hat, weil es steht halt oben Berufsbildungswerk und jeder, der dann halt weiß, was es ist, der hat man halt so das Gefühl, dass man so einen Stempel aufgedrückt bekommen hat. Ja, nach meiner Ausbildung, die ja 3 Jahre dann ging, habe ich die Bürokauffrau-Lehre abgeschlossen mit mittlerer Reife. Mit einem 2-3er-Abschluss war dann ganz zufrieden damit. Dann war die Ausbildung beendet und dann musste ich gucken, wie das dann weitergeht. Nach meiner Ausbildungszeit fing dann ja die Bewerbungsphase an. Ich habe dann Bewerbung geschrieben und hatte dann auch 2 Vorstellungsgespräche, die super liefen. Man war ganz euphorisch und klang alles super und habe mich schon gefreut, dass dann da eine Zusage kommt. Aber dann kam natürlich eine Absage, weil oft ist das so, gerade bei Menschen mit Behinderungen, wenn die sich irgendwo bewerben, gerade in größeren Betrieben, die könnten Förderung vom Staat bekommen, um halt ihr Betrieb behindertengerecht umzubauen. Aber das machen die meisten leider nicht. Die zahlen dann lieber halt eine Summe und sind dann schön raus aus dem Schneider, als halt jemand wie mich einzustellen, weil mich müssen sie dann halt unbefristet dann einstellen und das wollen sie dann halt nicht. Ja, bei den Bewerbungen ist halt oft, dass dann gar keine Absage kam oder noch nicht mal irgendwie eine Rückmeldung und irgendwann ist man einfach frustriert. Ich denke mir dann einfach nur so, ja, warum kriegt ein Mensch mit einer körperlichen Einschränkung, so wie ich oder halt andere, gibt ja ganz viele, einfach gar nicht die Chance auf dem Arbeitsmarkt sich zu beweisen, weil man ist ja körperlich eingeschränkt, aber im Kopf ist man ja nicht doof. Und ja, das ist halt echt schade und
Das hat mich sehr, sehr frustriert und hatte dann erstmal eine ganze Weile daran zu knabbern, wie das dann beruflich weitergehen soll. Nach meiner beendeten Ausbildung und erfolglosen Jobsuche habe ich dann trotzdem irgendwie was finden müssen, damit ich irgendwie Geld verdiene. Habe dann halt im Internet geguckt, ob ich irgendwelche Minijobs finde, die ich vorzugsweise von zu Hause aus machen kann. Nach längerem Schauen und Recherchieren habe ich dann immer mal so ein paar kleine Jobs gehabt, wo ich zum Beispiel Akten bearbeitet habe. Da hat dann der Arbeitgeber die Akten nach Hause gebracht. Da hatte ich dann quasi eine Woche Zeit, um die zu bearbeiten. Er hat dann das fertige Ergebnis dann abgeholt, oder ich hatte für eine andere Firma von zu Hause Excel-Tabellen bearbeitet, die ich dann per E-Mail schicken konnte. Und ja, so habe ich dann halt trotzdem ein bisschen Geld verdient, ohne irgendwie zu Hause zu sitzen und die ganze Zeit Frust zu schieben. Schade ist einfach nur, dass ich in meinem erlernten Beruf nicht einen Job finden konnte in den Bereichen, was ich da gelernt habe. Personalabteilung, Einkauf, Verkauf oder Logistik, sondern nur so leichtere Arbeiten immer finde, wie Akten sortieren oder Excel-Tabellen erstellen und so. Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass man mir die Chance irgendwie nicht gegeben hat, das zu beweisen, was ich halt gelernt habe die ganzen 3 Jahre. 2009 habe ich YouTube für mich entdeckt. Ich habe selber halt gerne immer mal Videos geschaut und habe dann mal überlegt, ob ich nicht selber mal anfangen sollte, weil es so derzeit keinen irgendwie gab auf YouTube, der auch ein Handicap hat und anderen Leuten irgendwie vielleicht Mut machen möchte mit den Videos, indem man irgendwie so den Alltag zeigt oder Tipps und Tricks, was man aus sich machen kann. Und ja, das habe ich dann halt angefangen. Erst aus Spaß an der Freude, weil ich wusste erstmal nicht, dass man damit Geld verdienen kann. Und irgendwann hat man mir gesagt, du kannst damit Geld verdienen, und Kooperationspartner, die kommen dann irgendwann auf dich zu, dass du damit dann irgendwie ein bisschen Geld noch verdienen kannst. Ja, und das habe ich dann gemacht, und so kam dann halt nach einer Weile immer mal so Firmen auf mich zu, haben mir Produkte geschickt. Ich habe dann eine kleine Vergütung bekommen, und ja, das hat dann halt Spaß gemacht und ich habe dann immer weitergemacht. Zwar war das jetzt nicht irgendwie, dass ich damit reich wurde oder so, es war immer nur so ein kleines Taschengeld, aber haben oder nicht haben, das ist halt nehmen, was man kriegen kann. Meine beruflichen Ziele und Wünsche sind gerne, dass ich so entweder im Social-Media-Bereich irgendwie erfolgreicher werde, dass ich da noch mehr Kooperationen bekomme, größer werde, wachse und mit meinen Videos andere Menschen noch irgendwie ja, berühre und Mut mache. Oder ganz anderer Bereich wäre zum Beispiel im sozialen Engagement irgendwie so Streetworker arbeiten, dass ich anderen Menschen, die halt bedürftig sind oder Hilfe benötigen, helfe. Das heißt ja nicht, nur weil ich irgendwie ein Handicap habe, dass ich dann nicht anderen Menschen auch helfen kann. Ich finde einfach, das ist gerade dann, wenn man auch so eine Situation hat, dass man vielleicht eine ganz andere Sichtweise darauf hat und Menschen, die irgendwie auch sozial benachteiligt zum Beispiel sind, helfen kann und Mut machen. Und ja, das wäre halt so ein Ziel, was ich gerne machen möchte. An alle Arbeitgeber und Chefs wollte ich einfach nur mal sagen, dass man mit mir eine zuverlässige, hilfsbereite und tatkräftige Mitarbeiterin gewinnen würde. Es sollten auch einfach mehr Menschen, die eine Behinderung haben, die Chance bekommen, sich auf dem Arbeitsmarkt beweisen zu können und auch ernst genommen werden auf jeden Fall. Und auch an euch, die wie ich zu Hause sitzen und denken, die haben eh keine Chance, macht einfach und kämpft dafür und zeigt einfach, dass ihr Stärken habt und lasst euch nicht irgendwie unterkriegen, weil irgendwann kommt man immer ans Ziel und das muss einfach in die Welt hinausgetragen werden, dass auch wir Menschen mit einer Einschränkung nicht doof im Kopf sind, sondern einfach nur körperlich eingeschränkt, aber im Kopf genauso fit wie jeder andere auch.